meine lieben Fräulein Jens zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist gerade Samstag und ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit durch meinen Tag. Heute habe ich auch so ein bisschen was zu tun. Ich habe frei und kann mir auch so ein bisschen Zeit lassen. Was steht heute auf dem Plan? Ich möchte alles für das Grillen morgen vorbereiten. Ich möchte noch einen Kuchen backen. Und ganz wichtig, das mache ich als allererstes. Ich werde die Ostergeschenke verpacken. Die Osternester möchte ich fertig machen. Das mache ich, wie gesagt, als erstes. Denn gerade ist die ganze Familie draußen, außer ich. Die machen heute im Garten einen neuen Zaun dran, weil der Max es immer wieder schafft, sich ein Loch zu buddeln. Und weg ist er. Der geht dann immer ab zum Nachbarn, was nicht ganz so tragisch ist. Für den Nachbarn ist das auch okay. Allerdings, der Nachbar neben unserem Nachbarn, der findet das nicht so witzig. Und das müssen wir natürlich zumachen, ist ganz klar, dass der Max auch wieder frei im Garten springen kann. Genau, und dann warte ich noch auf eine größere H&M-Bestellung. Die soll heute auch noch kommen, denn ich habe neue Kleidung für Sophie bestellt. Eigentlich kaufe ich ja viel im Secondhand. Aber momentan, ne, es hat ja alles zu und ich habe es jetzt einfach dringend für sie gebraucht. Die hat kaum noch was im Schrank vom letzten Jahr. Passen ihr noch genau 2 T-Shirts und das ist natürlich ein bisschen wenig. Genau das zeige ich euch heute noch. Und ganz kurz vorab, bevor ich es vergesse, mir hat Genius eben eine E-Mail geschickt. Und zwar bekommt ihr jetzt einschließlich bis morgen am Ostermontag, bekommt ihr ausnahmsweise anstatt 10% 15% im gesamten Genius Shop. Ich blende euch hier mal den Rabattcode ein. Ich habe ihn jetzt gerade nicht im Kopf, weil es ein anderer ist als sonst. Und ja, ich verlinke euch einfach unten in der Infobox die Seite von Genius. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt nur bis einschließlich am Ostermontag 15% sparen. Genau, das wollte ich unbedingt mit euch teilen. So, jetzt würde ich aber sagen, wir legen los mit den Ostersachen, dass ich das gemacht bekomme, bevor Sophiechen doch noch reinhuscht und dann noch was sieht. Das wäre natürlich reichlich blöd. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. So, bevor ich jetzt die Sachen verpacke, dachte ich, ich zeige euch nochmal, was wir alles für die Kinder besorgt haben. Es gibt für jeden eine Kleinigkeit, plus ein Osternest. Das kenne ich noch so aus meiner Kindheit und habe das so übernommen. Also, ich weiß, es macht jeder anders und heutzutage wird es auch immer mehr, ne? Und deshalb haben wir es aber so gemacht, dass wir der Verwandtschaft verboten haben, den Kindern was zu schenken. Die bekommen nur noch von uns was. Ich finde, das ist völlig ausreichend. Es ist Ostern, kein Weihnachten und kein Geburtstag. Das handhabt jeder anders und das kann er auch gerne so machen, ne? Ich mache das halt, wie gesagt, so, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Und ja, zeige euch jetzt mal, was die Kinder bekommen. Celine hat sich bei Shein ein Jeanskleid ausgesucht. So ein Latz-Jeanskleid. Ich finde es irgendwie voll goldig. Das schaut so aus. Ja, das übliche Problem, das Teil ganz auf die Kamera zu bekommen. So. So schaut das aus, genau, das geht so bis zu den Knien. Wie gesagt, das hat sie sich selbst ausgesucht. Der Janis hat sich auch selbst was ausgesucht und das sind solche Pokémon-Karten. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, irgendwie ist das momentan wieder total im Trend. Genau, einmal das. Und Sophies Ostergeschenk, das kennt ihr ja wahrscheinlich schon, das habe ich euch ja im Action Hall gezeigt. Sie bekommt den großen Marshall. Da hat sie nämlich schon den Chase und die Sky, meine ich. Genau, und jetzt bekommt sie den Marshall noch. Das ist ein Riesenteil. Yes, aber den werde ich wahrscheinlich gar nicht verpacken. Den mache ich einfach nur eine Schleife um den Hals, weil er halt viel zu groß ist. Genau, so, wie gesagt, das waren die Ostergeschenke. Ich verpacke jetzt alles und dann zeige ich euch gleich die Nester. Die Nester sind auch fertig. Das ist das Körbchen für den Janis, einmal für die Sophie und hier für die Celine. Und der Christian bekommt auch ein Körbchen. Da habe ich ihm die Leckereien reingemacht, die er besonders gerne mag. Vor allem hier die Cola-Kracher, die liebt der Christian. Und Ahoi-Brause. Genau. Und dann wird er sich hoffentlich morgen aufräumen, wenn er eine Kleinigkeit kriegt. Jetzt war ich gerade mit den Osterkörbchen fertig, da kam auch schon meine H&M-Bestellung an. Das hat jetzt echt gepasst. Dann zeige ich euch jetzt schnell, was wir da alles ausgesucht haben. Und dann kann ich das direkt in die Waschmaschine stecken. Die ist nämlich mal ausnahmsweise frei.
Ich würde sagen, wir fangen an mit den Kleidchen. Und die hat sich alles Sophie selbst ausgesucht. Das hier war so ein Doppelpack von der Pepperwoods. Ach so, und ausgegeben habe ich meine 140 Euro. Genau. So, also wie gesagt, ein Doppelpack. Einmal dieses Sommerkleidchen mit der Pepperwoods. Und dann noch ein weiteres Kleidchen Pepperwoods und Erdbeeren. Genau, gekauft habe ich übrigens alles in 110, 116. Dann habe ich ihr das hier ausgesucht. Das hatten wir tatsächlich auch im letzten Jahr schon in dunkelblau, dieses Mal in schwarz. Und es kommt jetzt auf der Kamera gar nicht so arg rüber, aber die glitzern, diese Schmetterlinge, sehen richtig schön aus. Und dann haben wir noch ein weiteres Kleid mit dem Schorsch, ebenfalls von Pepperwoods. Genau, ist auch total niedlich. So, dann habe ich einen guten Stapel an T-Shirts bestellt, wovon sie sich einige selbst ausgesucht hat. Ich denke, ihr werdet auch gleich erkennen, welche Sophie ausgesucht hat. Unter anderem das hier, das ist aber auch echt total niedlich. Und das kann man auch verändern, was jetzt nur gerade schlecht funktioniert. Dann hat sie sich dieses Shirt ausgesucht und das haben wir auch tatsächlich schon als Pullover. Dann habe ich ihr ganz einfache Basic-Shirts bestellt, die kann man immer gebrauchen, für mal unter ein Kleidchen oder so anzuziehen. Das war ein Dreierpack, einmal in Grau, in Weiß und in Rosa, ganz einfache Shirts. Dann hat sie sich was ausgesucht und zwar ist es dieses Shirt hier, auch das kann man verändern. So, genau. Ja, so Zeug, auf so Zeug gefällt Sophie ja total drauf ab. Dann hat sie noch sich dieses Schmetterlingsshirt ausgesucht. Auch da kann man die Pailletten verändern in andere Farben. Genau. Und zum Schluss bei den Shirts hat sie sich das hier noch ausgesucht. Und das finde ich auch so süß, weil da so kleine Mini-Tüllröcke dran sind. Dann haben wir noch ein paar Hosen gekauft. Und zwar auch im Dreierpack. Ich glaube, da hat der Dreierpack 25 Euro gekostet, meine ich. Da haben wir dann, das sind halt so Stretch-Shorts. Einmal in dieser Farbe, einmal so. Und einmal in schwarz. Huch, so, genau. Dann ebenfalls noch ein weiterer Dreierpack. Auch wieder so Stretch-Shorts. Die sind ganz leicht, diese Hosen. Da hat sie dann einmal diese hier. Dann die gleiche in dunkelblau. Die hat auch einen richtig bequemen Bund. Die finde ich echt gut. Und zum Schluss aus der H&M-Bestellung haben wir dann noch diese Hose hier. Die fand ich auch so süß, ne? Die ist so altrosa mit den kleinen Schmetterlingen. Genau, das war wie gesagt H&M. Das wandert jetzt direkt in die Waschmaschine. Da hat das Kind auch wieder was Sommerliches zum Anziehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es heute noch. Ich warte noch auf die Kick-Bestellung. Das waren aber, ich glaube, nur 4 oder 5 Teile. Sollte es heute noch kommen, werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen. So, und ich überlege jetzt gerade, ob ich mit den Vorbereitungen starte, was ich jetzt als nächstes mache. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Ich fange jetzt an und mache eine Knoblauchbutter und im Anschluss direkt eine Tomatenbutter. Für die Knoblauchbutter braucht ihr eigentlich nur ein halbes Päckchen Butter. Das habe ich jetzt schon geteilt. Die andere Hälfte nehmen wir für die Tomatenbutter. Genau, dann ganz viel Knoblauch. Das mache ich aber alles nach Gefühl. Und am Schluss noch ein bisschen Salz und das war es eigentlich schon. Den Knoblauch, den lasse ich jetzt noch mal ein bisschen in der Küchenmaschine zerkleinern. Dann kommt die Butter drauf mit dem Salz, das wird verrühren, das war es schon. Für die Tomatenbutter mache ich genau das gleiche, nur kommt da noch so ein bisschen Tomatenmark mit dazu und ein bisschen Basilikum. Das war es eigentlich schon, das ist überhaupt keine große Kunst und damit fange ich jetzt mal an. Weiter geht's. Ich mache ein Tzatziki noch für morgen und wenn ihr das einen Tag vorher macht und das ziehen lässt, das schmeckt so viel besser, wie wenn es frisch zubereitet ist. Wir brauchen eine Salatgurke, 300 Gramm griechischen Joghurt. Oh Gott, ich hoffe, ihr könnt überhaupt irgendwas erkennen hier. Wir machen es mal so. Dann brauchen wir 300 Gramm Frischkäse,
Wir brauchen 250 Gramm Speisequark. Okay, jetzt komme ich mir echt ein bisschen blöd vor hier. Und wir brauchen 2 Zehen Knoblauch. Aber sind wir mal nicht so zimperlich. Also ich nehme meistens 3. Genau. Ansonsten, ihr wisst ja, eigentlich müsst ihr nur alle Zutaten verrühren. Ach so, gewürzt wird mit Salz und Pfeffer. Genau, alle Zutaten miteinander verrühren. Die Gurke müsst ihr halt raspeln. Vorher das Innenleben rausholen. Und das war's dann eigentlich schon. Genau, und das mache ich jetzt. Als nächstes sind die Hähnchenspieße dran. Da habe ich jetzt eben schon die Marinade gemacht. Das ist einfach nur Öl mit Zwiebeln. Und dann habe ich ganz viel Gyros-Gewürz reingemacht. Probiert das mal aus. Gyros-Gewürz für Hähnchen. Super, super lecker. Dann habe ich hier schon die Spieße gerichtet. Zwiebeln, dann 3 verschiedene Spitzpaprika. Und das hier ist Hähnchenbrustfilet. Das habe ich schon gewaschen und in Stücke geschnitten. Und da mache ich jetzt Spieße draus. Und dann mache ich erstmal ein kleines Kaffeepäuschen und setze mich kurz raus in den Garten, damit ich noch so ein bisschen was von dem schönen Wetter mitbekomme. Also es ist super schönes Wetter draußen, aber es ist wieder ganz schön kalt geworden. Ne? Wenn man bedenkt, dass wir die Woche 26 Grad hatten und heute nur noch 13, das ist schon ein bisschen traurig. Und ich habe hier noch ein bisschen was übrig von den Osternestern. Da sind jetzt noch Schokobons, so Marienkäfer, Küken und so ein Krams dabei. Also habe ich noch übrig. Werde ich dann gerade gleich ein bisschen im Garten verteilen. Dann kann die Sophie das suchen. Machen wir ja eh jedes Jahr. Ist ja so eine kleine Ostertradition bei uns. Genau, jetzt kümmere ich mich aber erstmal um die Spieße. Und dann mache ich ein Päuschen. Die Spieße sind fertig. Ich werde die jetzt im Laufe des Tages ab und zu da mal umdrehen. Und so kommt das jetzt erstmal in den Kühlschrank. Und die lassen wir uns dann morgen schmecken. So, ich verstecke jetzt noch ein paar Eier. Bin gespannt, ob sie das gleich überhaupt findet. Und sie purzelt alles weg. Me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You can ride out the blue, I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Die Kaffeepause ist beendet, die Schokoladensuche war erfolgreich und jetzt widme ich mich dem Nudelsalat. Den mache ich auch immer ganz gerne einen Tag vorher, weil er dann richtig schön ziehen kann und dann schmeckt er am nächsten Tag auch noch super lecker. Also,
Wir brauchen folgende Zutaten. Natürlich erstmal Nudeln. Übrigens, das ist mein eigenes Rezept, was ich so ein bisschen von der Familie abgewandelt habe. Den Nudelsalat machen wir eigentlich schon immer, seit ich denken kann. Genau, das wird ein klassischer Nudelsalat mit Mayo, beziehungsweise ich nehme immer Miracle Whip. Dann kommen rein Erbsen. Moment, ich drehe euch so. Ich glaube, das ist einfacher. Dann habe ich Mais. Dann kommen Gewürzgurken rein. Da mache ich auch ordentlich, also an den Gurken spare ich jetzt nicht. Gewürze mache ich einfach nur Salz, Pfeffer und Schuss Maggi. Ach, und ein bisschen Gurkenwasser kommt noch ans Dressing dran. Dann habe ich hier 5 Eier und 200 Gramm Fleischwurst. Genau, das ist so der Nudelsalat, den wir eigentlich immer machen. Ich glaube, der ist ziemlich klassisch, ne? Nichts Ausgefallenes oder so. Aber ich wurde gefragt, ob ich vielleicht mal mein Rezept zeigen kann. Und das mache ich jetzt gerne. Und ja, los geht's. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Why we enemies? Ich habe es jetzt erstmal beendet. Ich werde jetzt nur noch schnell den Apfelstreuselkuchen backen. Das ist ein großer Blechkuchen. Da nehme ich euch jetzt aber ausnahmsweise nicht mit, denn ich habe das Rezept schon mal für euch abgefilmt. Ich verlinke euch das hier oben auf dem i. Da könnt ihr gerne mal reinklicken. Der ist super saftig. Das ist echt ein richtig leckerer Streuselkuchen. Und der Christian ist eigentlich überhaupt kein Fan von Kuchen. Absolut nicht. Aber den hat er sich gewünscht. Den isst er super gerne. Und das werde ich jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Und ab damit in den Ofen. So, ihr habt es gesehen, der Kuchen ist im Ofen und damit läute ich jetzt den Feierabend für heute ein. Mir reicht es. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, habe ab 7 Uhr die Bude geputzt, weil ich verlege das mittlerweile immer so auf meinen freien Tag. Das heißt, einmal die Woche wird so ein richtiger Großputz gemacht. Das stand heute nämlich noch auf dem Plan. Und ja, dann die ganzen Vorbereitungen. Jetzt ist aber echt mal Schluss. Der Feierabend wird eingeleitet. Ich mache maximal noch Abendessen heute und dann ist Feierabend hier. Genau. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen dafür nach oben da lasst. Ein Däumchen nach oben da lasst. Oh Mann, Jasmin, ey. Und ich freue mich wie immer über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und da heute Ostern ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir anstatt den Emoji mit der Sonnenbrille ein Osterhäschen unten in die Kommentare reinsetzt. Dann weiß ich, dass ihr das Video bis zum Ende angesehen habt. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch wunderschöne Osterfeiertage. Und wir sehen uns die Tage zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.